Guten Tag, ich begrüße Sie in diesem Format zu einer Informationsveranstaltung Herzschrittmachertherapie. Ich bin Dr. Anselm Schaumann, Oberarzt in der Abteilung Innere Medizin Kardiologie an der Asklepios Klinik Altona. Heute möchte ich Ihnen etwas erzählen zur Schrittmachertherapie 2022. Unter dem Thema kann ich wieder einen normalen Herzrhythmus erlangen. Ich selber arbeite seit über 30 Jahren im Gebiet der Kardiologie und bin spezialisiert auf diesem Gebiet der Rhythmusstörung, implantiere Schrittmacher und Defibrillatoren und mache auch die Nachsorge mit Einstellungen und Kontrollen bei den Patienten. Wir brauchen den Herzschlag. Der Herzschlag sichert uns die Pumpe und die Pumpe des Herzens wiederum fördert das Blut. Dieses wird mit dem Kreislauf zu den Organen gebracht und ist notwendig, um das Leben zu erhalten. Der Puls ist die Grundvoraussetzung, damit das Blut transportiert wird und dementsprechend ist der Puls die Grundlage des Lebens. Der Schrittmacher kann den eigenen Herzschlag unterstützen, wenn dieser zu langsam ist oder nicht mehr zuverlässig arbeitet. Der Puls ist zu langsam. Hier ist ein Beispiel, wie zum Beispiel hier Herzschläge zwar kommen, aber dann eine längere Pause entsteht. Diese Pause hier ist nur 3,5 Sekunden, ist aber eine Unregelmäßigkeit und wenn die Pausen länger sind, kommt es zu Schwindelsymptomatik bis zu Bewusstlosigkeit, es kann zu Stürzen und Verletzungen kommen. Wenn der Puls zu langsam ist, habe ich Symptome, Schwindel, Bewusstlosigkeit, plötzlicher Sturz, mir wird schwarz vor Augen, schlechtere Belastbarkeit. Die Dokumentation erfolgt dann mit EKG, Belastungs-EKG, Langzeit-EKG oder an einem Monitor in der Monitorüberwachung. Die Beratung erfolgt durch uns oder Ihren niedergelassenen Arzt, ob denn nun ein Schrittmacher für Sie geeignet ist zu helfen. Wann kann ein Schrittmacher denn nun nutzen? Grundsätzlich, wenn das Herz zu langsam ist. Was heißt zu langsam? Der Pulsschlag, die Herzfrequenz, zum Beispiel unter 50 pro Minute. Dann ist da oft mit verbunden eine Müdigkeit, eine Schwäche und ein Abfall der körperlichen Leistung. Was sonst gut ging, geht plötzlich nicht mehr. Wo sonst Treppensteigen, ein, zwei Etagen ohne Schwierigkeiten möglich war, müssen Pausen gemacht werden. Man fühlt sich allgemein müde und schwach, weil nicht ausreichend Pulsschlag bedeutet nicht ausreichend für den Kreislauf gefördertes Blut. Das Herz schlägt am Tag ungefähr 100.000 Mal und das Blut wird transportiert. Wie viel pro Tag? Man kann das umrechnen auf 70.000 Liter. Die fehlende Belastbarkeit, die Belastungseinschränkung, auch Luftnot bei Belastung kann die Ursache der Herzschlag sein. Nicht Luftnot durch ein Lungenproblem und Atemproblem, sondern durch die Herzfrequenz. Schwindel bei Belastung. In Ruhe geht es, aber wenn ich aufstehe und schnell losgehe, wird mir immer schwindelig. Ich muss immer langsam machen. Ich brauche öfters Pausen. Schwäche, Schwindel und Bewusstlosigkeit, oft dann auch mit Stürzen. Die Bewusstlosigkeit ist plötzlich. Plötzlich wurde mir schwarz vor Augen. Ich bin umgefallen und gestürzt. Ich weiß gar nicht recht, warum. Dann ging es wieder. So suchen wir dann in diesem Zusammenhang nach einem zu langsamen Herzschlag und insbesondere Pausen. Pausen definieren wir als einen längeren Abstand von über 2 und bis zu über 3 Sekunden. Eine Sekunde wäre keine Pause, weil eine Sekunde bedeutet einen Herzschlag von 60 pro Minute. Den Herzschlag kann ich messen selbst durch Pulsmessen am Handgelenk oder am Hals oder mit Geräten. Dann beim Arzt über EKG, Langzeit-EKG und Belastungs-EKG. Die elektrischen Impulse am Herzen geben die Information weiter, dass der Herzmuskel etwas tun soll. Die Impulse, der Taktgeber, ist im Vorhof. Der Vorhof, im rechten oberen Vorhof sitzt der Sinusknoten, ist der Taktgeber.
Sie können sagen, die Zündkerze. Dort geht der Impuls los, wird weitergeleitet über den Vorhof an den AV-Knoten. Der AV-Knoten ist der Durchtritt für die Signale aus dem Vorhof zur Herzkammer. AV-Knoten, dort werden die Impulse weitergeleitet in den rechten und linken Schenkel und dort führen sie dann in der linken und rechten Herzkammer zum Zusammenziehen, zur Kontraktion, zum Auswurf des Blutes in die Lunge und Auswurf des Blutes in die Hauptschlagader, in den Körper. Der Herzmuskel, der hier pumpen soll, braucht die Information, den Taktgeber, die Initiierung, den Beginn durch den elektrischen Impuls, der vom Vorhof über den AV-Knoten weitergeleitet wird. Hier gibt es eine spezifische Leitung, die Leitungsfasern vom Vorhof über den AV-Knoten, über die Herzscheidewand nach links und rechts zur Herzkammer. Das ist hier einmal aufgezeichnet in diesem Bild. Sollte nun hier eine Verzögerung, eine Blockierung sein, dann kann der Impuls vom Vorhof nicht zeitgerecht und auch frequenzgerecht übergeleitet werden. Bedeutet, dass man hier mit dem Schrittmacher helfen kann, um den Stau, die Blockierung im AV-Knoten zu überbrücken. Wer braucht einen Herzschrittmacher? Da, wo der Taktgeber kaputt geht. Der Taktgeber, ein kranker Sinusknoten. Das Herz ist zu langsam, es macht Pause. Bradykardie heißt langsamer Herzschlag, Puls unter 50 Minuten pro Minute. Der fehlende Pulsanstieg unter Belastung. Unter Belastung muss das Herz mehr schlagen. Ich brauche mehr Leistung. Ich brauche mehr Umsatz. Um das zu garantieren, um bei Belastung einen höheren Pulsschlag zu haben, ist normalerweise die Steuerung über den Vorhof, Belastung, schnellerer Puls, Ruhe, Schlaf, langsamer Puls. Ich kann auch einen Wechsel haben zwischen Vorhofflimmern und Sinusrhythmus. Sinusrhythmus ist der grundnormale Rhythmus. So kann es dazu kommen, dass der Sinusrhythmus grundsätzlich langsam ist, das Vorhofflimmern wechselt zum Sinusrhythmus, es kommt zu Pausen beim Wechsel, der Sinusrhythmus ist bradykard zu langsam. Bei diesem Wechsel zwischen Vorhofflimmern und Sinusbradykardie wäre der Schrittmacher notwendig, um wieder die Herzfrequenz, den Puls zu kontrollieren. Bei AV-Blockierung handelt es sich um Überleitungsstörung. Die Herzkammer ist zu langsam. Bei diesen Überleitungsverzögerungen, AV, atrioventrikulärer Block, ein AV-Block führt dann dazu, dass vom Vorhof diese Signale, die ich Ihnen an dem Schema zeigte, eben nicht auf die Herzkammern übergeleitet werden oder verspätet oder mit ausfällt. Ein AV-Block kann ich haben bei Grundrhythmus, Sinusrhythmus, aber auch bei Vorhofflimmern. In beiden Fällen ist im Effekt die Frequenz der Herzkammer zu niedrig und damit der effektive Puls, damit der Auswurf des Blutes aus dem Herzen verringert, vermindert oder mit Pausen. Eine andere Therapie mit Herzschrittmachern ist bei der Herzschwäche anzuwenden. Bei einer Herzschwäche, die gleichzeitig eine Verzögerung der linksseitigen Bahn, Linksschenkelblock hat und eine schlechte Pumpleistung, kann durch Sonden zum Herzen eine kardiale Resynchronisationstherapie erreicht werden. Das wird auch als biventrikuläre Stimulation bezeichnet. Hier wird ein Impuls an die rechte und linke Herzkammer gebracht, um die Zusammenarbeit dieser beiden Herzkammern zeitlich besser anzupassen, um auch die Verspätung, den Linksschenkelblock, zu korrigieren. Das ist eine spezielle Anwendung, wo es nicht darum geht, den Puls allein anzuheben, wieder regelmäßig normal schnell zu machen, sondern wo der grundsätzliche Pulsschlag da ist, aber zusätzlich die Leitungsverzögerung zwischen linker und rechter Herzkammer korrigiert werden kann. Bei Patienten mit Linksschenkelblock und deutlich schlechter Pumpleistung des Herzens. Ein Schema hier vom Herzen, wie die Sonden über die obere Hohlvene zum Vorhof als ein Platz der Vorhofsonde zur rechten Herzkammer und, wenn es eine biventrikuläre Stimulation ist, zur linken Herzkammer über die große Herzvene gebracht werden. Die Sonden werden von außen über die Vene hingeschoben zum Herzen. Eine Schrittmacherimplantation geht über die Vene von einer Entfernung aus, man geht nicht direkt an das Herz. Es ist keine Herz-OP, wo man öffnet und direkt hingeht, sondern über den Weg der Venen
kommt man zum Herzen. Was gibt es überhaupt für Herzschrittmachersysteme? Wir unterscheiden Einkammer-, Zweikammer- und Dreikammer-Schrittmacher. Der Einkammer-Schrittmacher hat eine Sonde, wenn sie im Vorhof liegt, AAI, Pacer, Vorhofschrittmacher. In der Kammer, VVI, Pacer. Je nachdem, was ich kontrollieren möchte, dort, wo die Kontrolle und die Unterstützung nötig ist. Im Vorhof, Vorhofschrittmacher, in der Kammer, Kammerschrittmacher. Beim Zweikammerschrittmacher ist eine Sonde im Vorhof und gleichzeitig eine Sonde in der Herzkammer. Dies insbesondere bei Überleitungsstörungen in dieser Überleitung im AV-Knoten. So kann der Impuls vom Vorhof immer sicher auf die Herzkammer mit Hilfe des Schrittmachers übergeleitet werden, wenn das eigene Herz dies nicht mehr macht und nicht mehr schafft. Eine sogenannte Rate Response ist eine Frequenzanpassung, bedeutet, dass jemand, der nun unter Belastung ist, angepasst auch mehr eine erhöhte Stimulationsfrequenz bekommt. Hier kann der Schrittmacher bemerken, dass der Körper in Bewegung ist, dass es um Anstrengungen geht und eben in diesem Fall mehr Pulsschlag nötig ist, als wenn der Patient ruhig liegt oder ruhig sitzt. Herzschrittmachersysteme, Dreikammerschrittmacher. Das trifft zu für die Patienten mit ausgeprägter Herzschwäche, Linksschenkelblock und besonders schlechter Pumpleistung. CRT-Pacer, biventrikulärer Herzschrittmacher, Dreikammerschrittmacher. Hier die angesprochene Korrektur einer Verzögerung zwischen rechten und linken Herzkammer durch die abgestimmte Impulsangabe an linke und rechte Herzkammer. Wer einen Schrittmacher hat, der sollte bitte für sich merken, was für ein Schrittmacher ist, wie heißt der Schrittmacher, von welcher Herstellerfirma. Das sollte man wissen, genauso wie man seine Adresse mit dem Straßennamen auswendig lernt. Bei der Operation eines Herzschrittmachers ist zunächst die Aufklärung erforderlich. Wir brauchen Vorbefunde mit gesicherter Diagnose. Im EKG der Hinweis und der Beleg, dass hier eine Störung ist, das Herz ist zu langsam, die Überleitung ist verzögert oder sogar es kommt zu einem Ausfall der Überleitung. Wir brauchen den Hinweis auf Medikamenteneinnahme. Sind das Medikamente, die vielleicht auch einen Effekt haben, dass zusätzlich der Pulsschlag niedriger gehalten wird? Sind es Medikamente, die die Blutverdünnung beeinträchtigen und damit im Falle einer Operation vorher eine Rücksprache ist, ob Pause notwendig ist, bevor die Operation beginnen kann? Welche Vorerkrankungen liegen sonst vor? Und dann sprechen wir über die Durchführung und Risiken der Operation. Und das Verhalten nach Operation wird angesprochen. Bei der Operation wird dieses in einer örtlichen Betäubung gemacht. Es ist keine Vollnarkose, ist in einem Operationssaal unter sterilen Bedingungen. Wir brauchen ein Röntgengerät. Und im Allgemeinen kann man sagen, dass eine Herzschrittmacheroperation im Rahmen bis zu einer Stunde fertig ist. Die Nachsorge nach der Operation ist zunächst, dass die Wunde abgeheilt sein muss. Also die Wundabheilung abwarten. Bei Hautnaht ist das ungefähr nach 3 bis 4 Wochen komplett geschehen. Hier die Schonung für 2 Wochen, insbesondere an der Stelle, wo implantiert worden ist, linke Schulter, linker Oberarm und am Schlüsselbein. Die Kontrolle des Schrittmachers findet nach der Operation statt und dann regelmäßig alle 6 Monate. Grundsätzlich kein Problem durch elektrische Geräte wie Handy, Telefon, Fernbedienung, Induktionsherd, Mikrowelle, Küchenmaschinen, elektrische Wagen, Heizkissen, E-Zigarette oder anderes. Kernspintomographie, MRT-Untersuchungen, haben ein hohes Magnetfeld. Hier muss Rücksprache mit dem Arzt getroffen werden, inwieweit der Schrittmacher von vornherein ohne Probleme oder vielleicht mit einer gewissen Einstellung für diese Untersuchung vorbereitet werden muss. Bei Kernspintomographie, MRT, ist auch ganz besonders entscheidend, dass ein Unterschied besteht zwischen Einstellung bei Herzschrittmachern und Einstellung bei Defibrillatoren. Defibrillatoren sind Geräte, die nicht nur als Herzschrittmacher funktionieren, sondern zusätzlich Eigenschaften haben, schnelle, gefährliche, lebensbedrohliche Rhythmusstörungen durch eine Schockabgabe terminieren zu können. Hier ist ein Bild, Röntgenbild, wo man sieht, die Lunge schwarz, in der Mitte Brustbein und Herzschatten. Hier ist das Gerät und von dem Gerät kommen die Sonden über die Vene zum Herzen geführt, einmal zum Vorhof in diesem Fall und zur Kammer als Zweikammerschrittmacher. Von vorne betrachtet, von der Seite betrachtet. Man nimmt den Weg über die Gefäße, um hierhin zum Herzen
die Sonnen zu platzieren, die dann dort gemessen werden. Und bei guten Werten für Wahrnehmung und Reizschwellenimpulse werden sie dort verankert, eingedreht, verhakt mit einer kleinen Schraube. Die Sonnen werden dann verbunden mit dem Gerät und die Haut wird wieder zugenäht. Bei einem CRT-System, einem Dreikammersystem, hat man zusätzlich zur Vorhofsonde und der Sonde im rechten Herzen, rechte Kammer, noch eine Sonde, die über eine große Herzvene außen die linke Herzkammer stimulieren kann. So kann zwischen linker Herzkammer und rechter Herzkammer im seitlichen Bild die Impulse angepasst werden, sodass die Zusammenarbeit bei den Herzkammern verbessert wird. Herzschrittmacherkontrollen. Zunächst die Programmierung des Schrittmachers. Da muss die Anpassung an den natürlichen Bedarf mit bevorzugt eigener Aktion. Der Schrittmacher soll zunächst dem eigenen Herzen Vorfahrt geben. Wenn es nicht ausreicht, unterstützt der Schrittmacher. Ist es aber immer so, dass das Herz zu langsam ist, immer bradikard, dann wird der Schrittmacher auch dauerhaft laufen. Sonst bleibt der Vorrang der eigenen Herzarbeit mit einer gewissen Akzeptanz einer Überleitungsverzögerung. Die Programmierung des Schrittmachers dient auch dazu, den Energieverbrauch gut einzustellen, sodass möglichst Schrittmacher im Allgemeinen auch 10 Jahre durchaus halten. Die Reizschwellenmessung ist eine wiederholte, notwendige Kontrolle für die gute Funktion des Schrittmachers. Der Schrittmacher selber hat einen Speicher. Die Speicherfunktion des Schrittmachers gibt Auskunft darüber, was passiert, Tagesfrequenz, tags, nachts, Schlaf, Wach, Belastungen. Ich kann auch analysieren, wie viel Prozent der Schrittmacher denn arbeitet. Zu welchem Anteil muss die Aktion Stimulation durch den Schrittmacher im Vorhof oder in der Herzkammer durchgeführt werden. Es gibt auch Episoden, die unter besonderen Überschriften gespeichert werden, eine Art Tagebuch. Wenn es also zu Rhythmusstörungen, Rhythmusereignissen kommt, kann der Schrittmacher diese Episoden speichern und sozusagen ein Foto vom Herzrhythmus zu diesem Moment machen, abspeichern, sodass er später ausgelesen werden kann. Telemetrie bedeutet, dass man Herzschrittmacher auch mit Fernabfrage kontrollieren kann. Die Fernabfrage geht über besondere Transmitter oder über Telefon-Handy-Leitung. Es ist möglich, aber in unserem Bereich hier in Hamburg sind die Kontrollen über niedergelassene Ärzte einerseits direkt, andererseits auch mit Telemetrie und Fernabfrage möglich. Bei der Schrittmacherabfrage ist es so, dass ich hier Informationen bekomme. Zum Beispiel kann ich über die Batterieleistung, über die verbleibende Laufzeit Informationen bekommen, elektrische Messungen der Sonden über Impedanz, Stimulationsreizschwelle, programmierte Werte, Wahrnehmungsschwellen und die Einstellung dazu. Ebenso kann ich herausfinden, durch Abfrage der Schrittmacher, wie oft macht der Schrittmacher etwas? Wie oft muss die Herzkammer, wie oft muss der Vorhof stimuliert werden? Und so kann ich dann den Patienten beraten und wieder für diesen Patienten die Einstellung für den Patienten individuell anpassen. Schrittmacher-Episoden, die gespeichert sind, werden aufgezählt und ich kann einzelne Episoden zuordnen mit Datum und Uhrzeit und einer Aufzeichnung für Kammeraktion, Vorhofaktion, die wiederum Rückschlüsse gibt, was denn dort vorliegt. Es wird ein EKG-Streifen, der von den Sonnen abgeleitet wird, gespeichert, sodass ich Vorhof und Kammer auch hier zu einem bestimmten Zeitpunkt abfotografiert, eingespeichert, auch später noch nachlesen kann. So können die Episoden Speicher für Datum, Uhrzeit, Dauer und Herzfrequenzen analysiert werden. Welche Fragen könnten bei Herzschrittmachern häufig gestellt werden? Brauche ich eine Kontrolle? Ja. Herzschrittmacher müssen in der Regel 2-mal jährlich kontrolliert werden bei einem Kardiologen. Wie lange hält ein Schrittmacher? Grundsätzlich 10 Jahre. Man fragt den Batteriestatus ab, man wird nicht überrascht sein. Man kann hier die Batterieleistung immer wieder kontrollieren und so früh genug feststellen, wann ein Wechsel des Gerätes notwendig wäre. Der Gerätewechsel eines Schrittmachers wird durchgeführt, wobei die Sonden liegen bleiben und nur das Gerät mit der Batterie in 1 gewechselt wird. Gibt es körperliche Einschränkungen? Im Großen und Ganzen nicht. Besondere Belastung, reißende, schnelle Bewegung an Schulter und Oberarm, wie es zum Beispiel bei Sportruderern der Fall wäre, sind nicht so gut, weil hier doch immer auch die Belastung direkt an die Sonde übertragen wird. Röntgen
CT, Computertomographie, MRT, Kernspintomographie. Nur die Kernspintomographie. Da muss man immer wieder prüfen, ob dieser Schrittmacher dafür geeignet ist. Es gibt Schrittmacher, die sind von vornherein für MRT-Untersuchung geeignet. Bei anderen muss man eine bestimmte Einstellung vorprogrammieren. Bei wiederum anderen muss man abwägen, ob der Nutzen der Untersuchung mit MRT ein gewisses Restrisiko für den Herzschrittmacher aufwiegt. Cyberattacken von außen bieten keine Gefahr. Hier kommt man gar nicht nah genug an die Geräte ran und müsste sich über bestimmte sehr schwierige Abfragealgorithmen in ungefähr 5 bis 10 cm Abstand befinden. Das ist eine Sorge, die nicht nötig ist. Sicherheitskontrollen, Diebstahl, Metalldetektoren, Flughafen bilden keine Gefahr. Natürlich könnte bei genauer Analyse jemand feststellen, dass hier ein metallisches Gerät im Körper ist, also Metall. Aber nicht so, dass der Schrittmacher in seiner Funktion gestört wird. Hier ist ein EKG-Beispiel, wie Vorhofstimulus, das ist dieser feine Strich, ein Vorhofimpuls abgegeben wird. Der Taktgeber im Vorhof wird übernommen durch den Schrittmacher, aber die eigene Überleitung geht dann zur Herzkammer. Ein Vorhofschrittmacher, AAI-Schrittmacher. Ein Vorhofschrittmacher gibt dem Taktgeber Vorhof einen Impuls ab, die Überleitung auf die Herzkammer geschieht dann alleine. Ein anderes Modell, Zweikammer-Schrittmacher, ein Impuls wird an den Vorhof gegeben, ein Impuls wird an die Herzkammer gegeben. Beide, Vorhof und Kammern, werden kontrolliert durch den Schrittmacher. Hier ein Beispiel, wie ein langsamer Herzschlag vorliegt. Der Vorhof versucht mit 80 pro Minute die Frequenz zu halten, aber die Kammer leitet nur jeden zweiten über, sodass im Vorhof 80 Schläge vorgegeben, aber nur 40 in der Herzkammer ankommen. Hier muss der Schrittmacher helfen und immer den Ausfall korrigieren, sodass eben dann wieder zurück jeder Schlag übergeleitet wird durch einen Herzschrittmacher. In diesem Fall ist der Schrittmacher mit seiner rechtsventrikulären Sonde exakt an den Leitungsbahnen, sodass jetzt genau dort, wo sonst auch normalerweise die Impulse langlaufen würden, jetzt durch den Schrittmacher der Impuls abgegeben wird und damit das Herz nicht nur im Takt, in der Frequenz, sondern auch von dem QRS-Komplex, von dem Weg der Erregungsleitung, direkt wieder zurückgeführt wird durch den Schrittmacher auf Normalbetrieb. Bei einem CRT, biventrikulären Patient, versuchen wir, den Linksschenkelblock, der im EKG sichtbar Verbreiterung ist, wieder durch die Stimulation hier in den nächsten Impulsen schmaler zu machen. Ein Hinweis darauf, dass linke und rechte Herzkammer hier besser als vorher zusammenarbeiten. Mit Herzschrittmacher zurück zum normalen Rhythmus. Ja, denn er unterstützt den Taktgeber des Herzens. Über Impulse am Vorhof, durch die Steuerung und Unterstützung bei zu langsamem Herzschlag, durch Anpassung an Belastung mit höherem Puls, er korrigiert Pausen. Die Überleitung der Impulse Vorhof auf Kammer wird gesichert bei AV-Knotenblockierung, durch die Sonde zum Vorhof und zur Kammer. Im Vorhof werden die Signale abgegriffen und der Schrittmacher leitet diese eigenen Signale des Vorhofs dann auf die Herzkammern über. So wird die Herzfrequenz angepasst an Belastungssituationen. Die Stimulation am Leitungssystem, wenn man erreicht, dass die rechte Ventrikelsonde besonders gut platziert ist, zeigen dann beste Ergebnisse. Bei Herzschwäche mit Linksschenkelblock und schlechter Pumpleistung kann rechte und linke Herzkammersonde zusammengeführt die zeitlich angepasste Impulsabgabe zu einer Verbesserung des Ablaufes, der Kontraktion, des Auswurfes der Herzkammern führen. Ich habe hier noch ein Modell mitgebracht. Das Herz, wenn Sie schauen und ich öffne es, dann ist hier die Vene, über die Vene kommen wir zum Herzen hinein und können hier im Vorhof die Vorhofsonde platzieren und dann durch die Klappe in die rechte Herzkammer die Kammersonde. Und wenn ich das jetzt mal als Beispiel nehme, der Schrittmacher wird eingesetzt, hier unter dem Schlüsselbein mit Hautschnitt in der Tiefe und die Sonden werden vorgebracht über die Venen einerseits zum Vorhof
und andererseits zur Herzkammer. Verglichen hier würden die Elektroden einerseits zum Vorhof und andererseits zur Herzkammer geführt werden. Und so kann hier der Schrittmacher kontrollieren, welche Impulse werden wahrgenommen, welche Impulse müssen abgegeben werden, damit der Herzrhythmus korrigiert, wieder leistungsfähig und angepasst schnell genug an die Bedürfnisse schlagen kann. Vielen Dank. Sie können, wenn Sie möchten, Fragen stellen. Das geht über den Chat. Wichtig ist das Verständnis, der Herzschlag reguliert die Leistungsfähigkeit des Körpers. Ich muss also feststellen, wenn der Herzschlag zu langsam ist, wie kann ich helfen? Und wenn es die Überleitungsstörung betrifft, Herzschrittmacher mit zwei Sonden, wenn es die Initiierung, den Taktgeber betrifft, Herzschrittmacher, der zum Vorhof geführt wird, und wenn es die Herzschwäche ist, dann ein System, das wir Dreikammer-Schrittmacher nennen, womit wir meinen, dass linke und rechte Herzkammer zusammengeführt zeitlich durch die Impulsabgabe wieder besser zusammenarbeiten können. Den Herzschrittmacher selber spürt man nicht. Wenn man die Operation annimmt, sagt man, ja, das kann da so ein bisschen wehtun, das ist so ungefähr, als hätten sie sich gestoßen, das ist aber in wenigen Tagen vorbei. Wenn man jetzt links oder rechts liegt oder auf dem Bauch oder auf dem Rücken, man merkt den Schrittmacher nicht. Man merkt auch nicht, dass der Schrittmacher arbeitet. Wenn man jetzt denkt, oh, da klopft was, hier werden ja durch den Schrittmacher Impulse abgegeben an das Herz, vielleicht merke ich das, vielleicht ist das ein heftiges Klopfen. Nein. Auch wenn das Herz schnell schlägt und Sie sagen, ja Mensch, der Schrittmacher war doch dazu da, dass es nicht zu langsam schlägt, aber warum rast mein Herz jetzt? Warum ist es plötzlich so schnell? Dann müssen wir annehmen, dass das eigene Herz den schnellen Rhythmus macht. Vorhofflimmern zum Beispiel mit eigener schneller Überleitung, aber nicht der Schrittmacher dafür verantwortlich ist. Wenn man links oder rechts liegt, der Schrittmacher wird unter die Haut implantiert und dementsprechend sollte er auch nicht irgendwie aufkanten oder stören. Wenn jemand aber ganz, ganz dünnes abmagert, dann kann es schon sein, dass der Schrittmacher unter der Haut mit den Kanten deutlich sichtbar wird. Aber nicht so, dass er verrutscht oder wegfliegt. Aber die Haut kann, wenn sie sehr dünn ist, eine Gefahr sein, dass sie auch mal bei Verletzungen aufgeht. Und das wäre natürlich, wenn da drunter der Schrittmacher liegt, unbedingt zu vermeiden. Andere Einschränkungen des Lebens wird manchmal gefragt, kann ich mich noch anschnallen? Selbstverständlich, Sie müssen sich anschnallen beim Autofahren. Und dort ist auch, wenn der Gurt rüberläuft, keine Gefahr, dass vielleicht durch Druck oder vielleicht durch einen heftigen Aufprall der Schrittmacher stark geschädigt wird. Das dürfte nicht. Hier ist natürlich die Sicherheit des Anschnallens beim Autofahren hervorzuheben. Sonst kann ich nochmal auffordern, wenn jemand möchte, kurze Fragen stellen, dann ist das in dem Chat möglich. Dann gibt man da seinen Text ein, ich kann es lesen und dementsprechend diese Frage aufnehmen und beantworten. Sonst bedanke ich mich. Sprechen Sie mit Ihrem betreuenden Hausarzt, mit Ihrem Kardiologen, wenn Sie meinen, dass Ihnen etwas auffällt, wie Schwäche, Schwindel, schlechtere Belastbarkeit. Fühlen Sie Ihren Puls am Handgelenk, fühlen Sie Ihren Puls am Hals. Messen Sie Ihren Puls mit den Ihnen zur Verfügung stehenden Geräten, Blutdruckmessung Puls, am Handgelenk oder am Oberarm. Und wenn Sie dort feststellen, dass der Puls deutlich unregelmäßig mit Pausen oder auch grundsätzlich oft langsam,
sogar unter 50 Schläge pro Minute ist. Sprechen Sie Ihren Arzt an, damit er mit EKG und Langzeit-EKG auf die Suche gehen kann, ob hier eine Rhythmusstörung vorliegt, Ihr Herz ist zu langsam, die dann mit einem Herzschrittmacher korrigiert werden kann. Vielen Dank.